Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung zu. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor wir jetzt die Wände plakatieren und noch anderes Dekomaterial hinzufügen, würde ich gerne eine Sache ausprobieren und zwar betrifft das die Scheinwerfer. Die Scheinwerfer an sich finde ich jetzt nicht schlecht, wie die jetzt gerade stehen, aber was wäre denn, wenn wir die Strommasten zweckentfremden und da die Scheinwerfer einfach dranhängen? Wir können das ja mal ausprobieren, wie das Ganze aussieht, weil die stehen schon relativ günstig und wenn ich die dann gerade scheinen lasse, dann brauche ich die nämlich nicht so schräg setzen, dann lasse ich die einfach gerade. Das ist alles Theorie. Wir gucken das jetzt einfach mal in der Praxis nach. Wir nehmen dafür diesen Scheinwerfer hier, setzen den hier irgendwie oben dran. Oder warte mal, wir machen das ganz anders. Pass auf, wir machen das jetzt Profi-like. Neue Welt Spot. Wir gehen jetzt in neue Welt Spot oder beziehungsweise wir gucken, ach ja, ich bin hier ganz clever. Wir gucken einfach unter Favoriten. So, dann sagen wir hier Steuerung X, ne? Und sagen dann hier Bau und gehen dann wieder in Favoriten, weil das wieder geschlossen wurde und sagen dann hier, jetzt sind wir genau in der Mitte. So, sehr schön. Dann müssen wir den natürlich einmal drehen, selbstverständlich. Dann scheint der hier oben irgendwo hin, wo der gar nicht hinscheinen soll. Heißt, wir müssten den theoretisch gesehen so kippen. Oder wir setzen ihn wieder gerade. Ist das gerade? Nee, ist nicht gerade, ne? Warte, ist das jetzt gerade? Auch nicht. So ist gerade. Oder wir drehen ihn einfach so um. Das wäre ja gar nicht so dumm. So, pass auf. Und jetzt müssen wir doch theoretisch gesehen den nur noch hier irgendwie dran machen. Okay, gut, dass der mittig ist. Ich finde das sehr gut, dass er mittig ist. Ja, dann hat der Steuerung X ja auch nichts gebracht. So. So ungefähr, ne? Okay, dann hängt er aber ein bisschen doof da. Vielleicht können wir den noch ein bisschen weiter. Ja gut, da ist schon wieder Ende. Dann würde ich sagen, dann geht das bis hier. Okay. Wir brauchen da eine Verlängerung. Und wir müssen das noch ein bisschen drehen, damit ich genau den gleichen Winkel habe wie hier. Ich glaube, das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Es ist jetzt erstmal nur gucken, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle und ob das so wirkt oder so. Oder wir machen nachher wieder alles rückgängig und denken uns, ach ja, die Zeit war verschwendet worden. So, und dann sagen wir einmal Weltachse und dann gehen wir wieder zurück. Ja, guck mal hier. Guck mal, das ist doch perfekt ausgerichtet. Theoretisch, ne, können wir den auch so da durchlaufen lassen, dann ist das angeschweißt worden. Ja, um keine Ausrede verlegen, das ist richtig. So, wie machen wir das jetzt hier? Weil das sieht doof aus. Also machen wir den nur bis hier. Ja, da ist ja angeschweißt worden. Da sieht man ja die Schweißpunkte noch. Okay. Ich finde das gar nicht schlecht tatsächlich. Weil den können wir ja ein bisschen rumsetzen. Machen wir so, ne? Dann brauchen wir die ja nicht. Schade eigentlich. Weil so schlecht fand ich die Idee jetzt auch nicht, weil das passt irgendwie. Aber andersrum wäre ja wirklich dumm, wenn wir das hier nicht nutzen, ne? So, wir fügen das zu einem hinzu. Und jetzt müssen wir natürlich nur gucken, wie wir das hier verbunden kriegen. Vielleicht mit diesem komischen Stöpsel, den wir letztes Mal verwendet haben. Leider ist der zu groß, der Haken. Der ist wirklich leider zu groß. Der ist auch ein bisschen zu groß. Könnte man machen, ne? Könnte man theoretisch gesehen machen. Pass auf, wenn wir den jetzt hier reindrücken. So, und dann haben wir den zu weit reingedrückt. Okay, sehr schön. Ja, nee. Warte. Wir müssen den hier leider nochmal ein bisschen weiter rausziehen. Der darf auf keinen... So. Oder wir machen das hier so. Das wäre auch noch eine Option. Wir haben den perfekten Winkel tatsächlich. Wir haben den perfekten Winkel tatsächlich getroffen. Ist krass. Okay, wir machen erstmal permanent an. So. Jetzt gucken wir mal, wie das hier durchglitscht. Das glitscht nämlich gar nicht durch. Und da auch nicht. Sehr schön. Das sieht irgendwie jetzt ein bisschen aus wie so ein Dampflokomotiv. Oder hier der Schornstein vorne. Das ist so ein klein bisschen. Ja. Warte mal, wenn wir den jetzt... Ja, wie machen wir das denn jetzt? Machen wir den hier dran fest? Wenn wir den jetzt hier hinsetzen, pass auf. Wir setzen den jetzt erstmal... Ich würde sagen,
So. Oder wir setzen den nach oben und dann nehmen wir noch das eine Element mit diesem komischen Haken. Den hier zum Beispiel. Der wäre... Nee. Nee. Ja. Eventuell. Vielleicht. Oder wir nehmen dieses andere Element, was wir beim Holz verbaut hatten. Oh, das hier wäre gar nicht so verkehrt. Oh, das wäre gar... Können wir hier mal eventuell anrasten? Das wäre sensationell, wenn du jetzt hier anrasten würdest. Mann, was würde ich dafür geben? Naja, dann und nicht. Dann machen wir es so. Kein Problem. Hör mir die Weltachse an. Nee, so jetzt. Warte mal. Dann müssen wir hier. Ja, guck mal. Nur weil du nicht anrastest, muss ich jetzt hier alles penibel wieder bearbeiten. Guck mal, kommt gleichzeitig raus. Okay. So wäre der verschwunden. Ja, verschwinden geht nicht so ganz, weil der da rausguckt. Das ist blöd. Dann setzen wir den oben drauf. So. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Punkt. Jetzt braucht man noch irgendwas, dass wir das daran festmachen. Zu groß? Zu groß. Was könnte man hier dran festmachen? Eine Kette? Ein Seil? Irgendwie sowas, ne? Weil das hier würde jetzt, wenn wir das jetzt theoretisch gesehen, könnte man den hier auch einmal drehen. Warte mal. So. Dieser Haken aus Plättenkuster, der fehlt mir öfter schon, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ich glaube ein paar Mal. So ungefähr. Okay. Okay. Wie viele Stunden kann man damit verbringen, so eine Lampe anzubringen? Ich? Ja. Oh Mann. Okay, aber wie machen wir dann das fest? Warte mal, ich platziere das jetzt erstmal, weil das, ne, das haben wir dann schon mal. Wo ist dieser Nöppel? Wo ist dieser Nöppel, den wir letztes Mal verarbeitet haben? Wir könnten auch nachgucken. Ja, aber das wäre zu einfach. Und einfach kann jeder... Oh, warte mal. Bist du schmal genug, dich da reinzudrücken? Weil wir haben nicht so viel Spielraum, ne, mein Freund? Das weißt du schon. Okay, okay. Ist weg. Ist weg. Das ist natürlich doof, ne? Weil, wie machen wir das Ding fest? Weil wir müssten ja theoretisch gesehen das einmal drehen. Boah, ich wüsste nicht, wie ich das drehen soll. So? Ich würde das da gerne... Oh, warte. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe was. Das würde auch gehen. So eine Lampenhalterung. Ja gut, dann sieht man die halt, ne? Das ist halt das Problem. Das ist wirklich jetzt ein Problem. Aber die könnte man hier drunter machen. Theoretisch. Ich glaube, das wurde auch hier mit verbaut, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Ich glaube, da wurde irgendwas mit gebaut. Warte mal, wir machen das jetzt irgendwie schon. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Okay, wir gucken mal. Also, man könnte den theoretisch gesehen da dran machen. Ne, kann man nicht. Weil wir haben das. Dann haben wir das. Wir könnten das so machen. Ne, geht auch nicht. Und das abstrakte Ding... Das könnten wir... Wie könnten wir das verstecken am besten? Geht das so da komplett rein? Nee, das zeigt so raus. Okay, wir müssen halt ein bisschen drehen. Weil mein Problem ist einfach, wie kriege ich den Ankerpunkt hin? Weißt du, wie kann ich das da reinstöpseln? Das ist die Frage der Fragen. Ich mache mir das, glaube ich, gerade wieder mal komplizierter, als es eigentlich ist. Das ist mir gerade auch bewusst. Weil wir könnten theoretisch den hier reinbringen.
ich lasse den mal da und den setze ich mal hier hin. Nur, da, weil die perfekt ausgerichtet sind. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, wie dieser Stöpsel hieß, den wir hier angebracht hatten. Nein, nicht hier, sondern hier. Guck mal, da ist das kleine Elementchen. Wie heißt du denn? Europäischer Fensterladen Angel 1. Merke ich mir oder ich kopiere mir das einfach. Das wäre auch noch eine Option. So. Und da können wir uns doch jetzt bestimmt... Oh ja, da können wir uns was draus bauen. Pass auf. Wir drehen das Ding einmal so. Dann... Na, nö. Okay, wir könnten den noch theoretisch quersetzen. Okay, das lassen wir erstmal weg. Nein, das lassen wir nicht weg, sondern das hier. Das hier, ja. Ah, guck mal einer an. Guck mal. Hä? Hä? Nein. Warte. Hallo, der Rote. Sag mal, sind wir eigentlich hier mittig? Nee, nee, kein bisschen, oder? So ist mittig. Sag mal, ehrlich? Geht klar, oder? Weil dann brauchen wir die hier nicht. Bam, bam. Oh, Entschuldigung. Licht aus. Hallo, Taschenlampe aus. So. Hä, was war das denn jetzt? Wieso konnte ich denn hier... Flashlight. So. Jetzt können wir das Element, theoretisch gesehen, so platzieren. Hoppala. Warte mal. Dann nehmen wir den hier einmal weg. Ah ne, ich wollte ihn ja löschen. So. Guck mal. Und dann machen wir das hier blau. Entschuldigung, ich mach das hier blau. Blau. Blue. Danke. Und wir haben denselben... Alter, warte mal kurz. Ist das Ding heller? Der ist heller als der, oder meine ich das nur? Ah, weil der ja schräg guckt. Yo. Okay. So, der nächste, den würde ich dann so hinsetzen. Ja. So, dann kann der hier auch weg. Und der Nöppel da, dieser kleine da, den der da. So. Dann brauchen wir den hier nicht mehr. Und wir haben eine gleichmäßige Beleuchtung. Sieht ein bisschen aus wie ein Überraschungsei, so ein Lichtkegel, aber ja. So, nächste wäre dann hier, genau hier, guck mal. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das Rosa wieder bekommen, aber ich glaube, das haben wir gespeichert. Jo. So, weg, weg, ne? Oh, Mist. Ich habe an eine Sache nicht gedacht. Erstens. Wir müssen ein bisschen weiter weg. Ja? So. Dann. Hier passt es. Okay. So, an eine Sache habe ich nicht gedacht. Da hinten das in der Ecke. Aber kein Problem. Gar kein Problem, weil ich sehe... Du könntest eigentlich auch weg. Nein, nicht die Wand! Ah, zurück! Warte! Hier, das kann weg. So, dann gehen wir wieder auf die Weltachse. Vielleicht passt das ja. Guck mal. Theoretisch müsste das hier genau vom Fenster. Ah! Aber... Wenn wir das so setzen. Weil ich möchte den jetzt... Ich könnte den anschrägen. Ja, weiß ich. Aber... Möchte ich nicht. Weil wir haben die alle gleichmäßig ausgerichtet. Hier war grau, ne? Aber welches grau nochmal? Gut, dass ich die eine schon gelöscht habe. Da bin ich ja sehr froh drum. Oh, da ist es doch. Habe ich ja noch gar nicht gelöscht.
Was laber ich? Warte. So, wir gucken mal ganz kurz. Den Grauton, das war A1, A1. Okay, der ist das. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier hin, sagen Farbeditor. O1, O1, O1. So, sehr schön. Dann kann der weg. Der weg und der Nöppel da. Den brauchen wir ja auch nicht mehr. So, dann kann die Lampe hier wieder weiter in die Ecke. Beleuchtung ist aber gut. Beleuchtung ist gut. Passt. Ich gucke jetzt gerade nur wegen den Lampen. Die haben wir jetzt ein bisschen versetzt. Strom. Brauchen wir diesen hier noch? Ich würde hier gern noch einen hinsetzen. Warte mal, den setzen wir ein bisschen rüber. Ich muss auch mal gucken, dass das nicht dagegen glitscht. Warte mal. Ich habe ja jetzt gar keinen Strommast mehr da. Okay, sehr schön. Dann ziehen wir den wieder ein bisschen rüber. Ich sag mal ungefähr hier hin. Ja. Dann kommt diese Lampe, würde ich sagen, hier. Und dann kommt noch mal eine... Das wird too much, ne? Können wir lieber die nach hier ziehen. Ja. Machen wir auch. So, jetzt gucken wir nochmal. Die Abstände müssen natürlich bewahrt sein. Heißt, wir müssen das Ding einmal ein bisschen rübersetzen. Ja. Genauso wie diese Lampe. Die Lampe setzen wir nochmal ein bisschen rüber. So. Passt hier alles, ne? Glitscht nichts gegen? Kommt nichts gegen? Okay. Jetzt gucken wir die Abstände der Lampen. Lampen ist gut. Abstände der Strommasten ist gut. Ja. Ist sogar eigentlich besser als vorher, ne? Ist irgendwie besser. Boah, die Schildkröte, ne? Die ist so geil. Weil das erkennst du nicht auf den ersten Blick. Nur wenn du hier unten stehst und dir das so anguckst, hier die Hinterbeine, Vorderbeine, Panzer, ne? Gesicht. Kopf. Kopf wollte ich sagen, nicht Gesicht, Kopf. So, das sieht doch hervorragend aus. Weißt du was? Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge, weil ich, weißt du, ich wollte ja sowieso die ganze Zeit, dass die... Oh, Moment. Ja, passt. Ich wollte ja, dass die Scheinwerfer mal so ein klein bisschen sichtbar sind, ne? Habe ich ja schon, ich weiß nicht wie oft schon gesagt, dass ich halt so ein bisschen Fan davon bin, dass man halt die nicht so versteckt, sondern eher, dass man die dann so ein bisschen sieht oder schön verkleidet, je nachdem. Aber, ne, dass man weiß, ah, da sind Scheinwerfer, die arbeiten und nicht so versteckte Scheinwerfer. Versteckte haben auch Daseinsberechtigung. Manche Sachen, in manchen Situationen ist das wirklich so, so eine indirekte Beleuchtung oder so, ist top. Aber in dem Fall möchte ich die halt ganz halt sehen. Das war halt vorher meine Absicht, aber ich finde diese Lösung jetzt irgendwie besser. Jetzt haben wir uns so viel Arbeit gemacht mit den Halterungen hier. Ja gut, aber ich sag mal, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall plakatieren und das restliche Zeug hinzufügen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.